I knew Chloe would be all over this. So I better get moving. Ja, und damit herzlich willkommen zu Life is Strange Episode 3. Ja, ich musste lange warten, bis endlich mal diese deutsche Version auch draußen ist, weil ich möchte natürlich auch alles verstehen. Und ja, es ist nachts. Chloe hat uns gerade geschrieben. Mac scheint anscheinend schlecht geträumt zu haben von Kate. Ich meine, nach dem, was in der letzten Episode alles passiert ist und wir Kate gerade noch mal davon abhalten konnten, sich in den Tod zu stürzen, würde ich das, glaube ich, auch. So, wir haben einen Hasen. Hatten wir den schon immer? Ich glaube nicht. Ich weiß gar nicht, wo der herkommt. Hey, Bunny. Kate will be back soon. And until then, I'll be catering to your every whim. Ah, okay. Das ist Kates Häschen. Und deswegen hat Max den in ihrem Zimmer. Und die kümmert sich jetzt ein bisschen um den lieben Hasen. Are you er hungry, wird jetzt Bunny? Gefüttert. Here, nosh on this. Nom, 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 nom. Nom, 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 nom. Spinn einen Mümmler. So, die Pflanze. Muss die gegossen werden? First I save Chloe, then Kate, and now you, Lisa. Not a bad record for a week. Anscheinend nicht. Aber ich schaue mich hier nochmal ganz genau um, weil, wie gesagt, der Hase war letztes Mal nicht da und vielleicht gibt es ja hier noch ein bisschen was Neues zu entdecken. There's been so much going on, I almost forgot about the eclipse. All this atmospheric action can't be a coincidence. And all roads are leading to my tornado vision. Es rückt, glaube ich, immer näher, die Tornado-Vision. Also ich glaube, lang kann es... Gut, es sollen 5 Episoden rauskommen. Also, ob das wohl am 5. Tag passiert? Nein, nee, aber ich glaube, hier in-game war die auch wirklich nur 3-4 Tage entfernt. Okay, anschalten. Ja, wir lassen die einfach mal an. Bisschen Licht. Ist doch nicht schlecht. So, was haben wir hier? Bettwäsche? Ist die neu? Ja, ich glaube... Ja, ich wollte gerade sagen. Ich dachte erst, wir sind in einem anderen Zimmer, aber das stimmt ja gar nicht wegen der Fotowand. Jesus, I am so freaking tired. I sound like a moron. You know you're hurting when you don't give a shit about music. It's amazing how happy Kate looks here compared to today. She was basically pushed up to that roof. And I will use my power to find out why. This has to end. Nur mal so, das ist Kate. Max hat gerade gesagt, guck mal, wie glücklich Kate hier ausschaut. Ja, totale Begeisterung. Man sieht sie so richtig an, genauso wie in den anderen Gesichtern. Da lächelt nicht ein einziger drauf. So, Laptop, gibt's da was Neues? How did Sherlock Holmes deduce anything with... Glad the media doesn't waste a second exploiting Kate. Now she has another video of herself all over the web. And even I'm in this one. Oh, at least the news didn't mention my name. Yet. Dann lesen wir doch mal, was die tollen News schreiben. Arcadia Bay Online News. Blackwell-Studentin unternimmt Suicide-Versuch an der Uni. Arcadia Bay, Oregon. Eine Studentin der angesehenen Blackwell Akademie sprang heute beinahe vom Dach der Studentenunterkünfte. Mit den meisten Studenten und Lehrkräften als bestürzten Zeugen. Die Schulleitung hat bestätigt, dass das Opfer Kate Marsh, 18, unter bestimmten Vorkommnissen litt. Doch genauere Informationen sind zur Stunde rar. Dutzende Handys haben das Ereignis gefilmt. Das endete, als eine noch nicht identifizierte Studentin Marsh beunruhigt und in Sicherheit brachte. Klicken Sie hier um Video, Material und weiteres. Ja, anstatt irgendwas zu helfen, haben wir ja gesehen, wie die ganzen Penner da standen und das gefilmt haben. Besides Rachel, it's been a while since anybody vanished from Arcadia Bay. I shouldn't sound so disappointed. Das ist eine Liste vermisster Personen. Arcadia Bay, Oregon. Wenn Sie Informationen zum Verbleib der folgenden vermissten Personen haben, kontaktieren Sie bitte umgehend die Polizeibehörde. Rachel Amber vermisst seit 22.04.2013. Davor war Elton Kersey vermisst seit dem 10.11.2001. Melissa Lee Grayson vermisst seit dem
22.03.97 und davor war Winston Smith seit 84. Jetzt muss ich mal gucken, gibt es vielleicht irgendwas, was das zusammenhängen könnte? An 12. Ich dachte vielleicht wegen den Daten oder so, dass da irgendwie, aber ich glaube nicht, dass da... Everybody will be talking about Kate now. Blackwell might as well shut down for the next month. Ach, als ob. Oh, Stundenplan. Der hing da auch noch nicht immer, Pretty oder? Hard to focus on my class schedule this week. I wonder why. Also, ich kann mich nicht erinnern, dass da ein Stundenplan hing. Oder ich habe ihn einfach übersehen. Das ist natürlich auch noch eine Möglichkeit. Max Zimmer, Spiegel. Ja gut, das ist alles gleich geblieben. Ich wollte mal kurz gucken. Wir haben noch Personen hier. Die habe ich leider vergessen vorzulesen. Achso, ja, wir sollen natürlich Chloe treffen. Das haben wir gerade rausgefunden. Und ich glaube, ich mache die mal eine extra Lesestunde und da wiederholen wir oder wiederhole ich einfach nochmal das, was gesagt wurde. Und da lese ich auch dann noch die Person vor. Und ich verlasse Max Zimmer. Okay, this is scary dark. Let there be Licht. Und es werde Licht. Ja, gut. Warum gibt es hier keinen Lichtschalter? Tatsache, es gibt hier nirgendwo Licht an der Decke. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Well, wait for Kate. Was war das? Wherever you go, there I am. Das ist doch von Dings das Zimmer. Was hat Max denn hier dran stehen? I hope you burn bright again soon, Kate. Ah, Blake, okay. Okay, viele haben hier was für Kate. Das ist Kates Zimmer. Absperrband, ich sehe schon. We miss you. Get well soon. Get well soon. Do they really need that crap on the door? Kate's still alive. Ich finde das aber sehr makaber, dass sie hier... Das heißt makaber, es ist so ein bisschen geheult, dass hier überall dran steht. Ja, werd schnell wieder gesund. Ich meine, vorher haben die ganzen Spinner gesagt, ja, ja, okay, die hat hier irgendwie so ein Porno gedreht auf dem Video, unter Drogen gesetzt. Und jetzt heucheln sie hier alle, ja, du tust uns so leid. Wir haben dich zwar nur gefilmt und hätten dich auch gern runterspringen sehen, aber jetzt tust du uns leid. Da ist eine Tür übrigens offen. No balls allowed. Achso, da heißt Boys. Ein Poster, das kennen wir schon, das Vortex. Hier scheint dann noch, hier ist anscheinend noch was. I better go meet up with Chloe. Ja, du triffst dich mit Chloe, aber ich werde natürlich hier noch gucken, was hier alles so gibt. Boah, kann niemand diese Dusche hier mal sauber machen? Ich meine, das sieht hier so... Wer duscht denn hier freiwillig? Duschen können wir nicht. Poster, die kennen wir alle schon. Aber reden wir mit der Taylor. Hey Max, I saw you go up on the roof and save Kate. I can't believe she tried to jump. Taylor Vorwürfe machen oder Trost zu spenden? Wieso denn Trost? Ich meine, sie stand doch nicht auf dem Dach. Aber Vorwürfe machen ist glaube ich auch nicht die feine Art. Ich mach mal Trost. I can. I'm just so glad she didn't. Are you okay? I'm just like shocked. I've never seen anybody try to kill themselves before. Me neither. I didn't think you'd be so upset considering how much shit you and Victoria gave Kate. I'm my own person, not Victoria's bitch. Hello, like she's freaking too. She already broke curfew tonight. Shit, I'm not supposed to tell anybody. Ich verrate nichts, aber wo ist sie denn hin? Das wird mich eher... Where did she go? My lips are like sealed. Or Victoria will seal them for me. No doubt. See you later. See you.
Jetzt ist mir gerade der Einfall gekommen, wenn ich sage, ich sag nichts, vielleicht erzählt sie mir ja dann beiläufig, wo Victoria hingegangen ist. Dann sprechen wir es einfach nochmal an. Gucken, ob das vielleicht was bringt. Das können wir natürlich skippen. Jetzt können wir sagen, Victoria schleicht sich raus. Nee, ich versuche es erstmal nochmal auf die feine Art. I won't say a word. I swear to dog. I hope I can believe you, Max. I'm my own person too. See you later. Okay, so viel hat das auch nicht gebracht. Dann doch nochmal die Victoria-Variante. Ich weiß, das zieht sich jetzt ein bisschen in Länge, aber ich bin schon neugierig. I know. Victoria must be upset since I saw her sneaking out of the dorm past curfew. Oh man, like, you saw her? She was so, like, nervous when she left the dorm. She wouldn't even tell me where she was going. Probably to hell. Well, I have to go crash. It's been a rough day, as you know. Thanks, Max. And it was, like, pretty awesome when you went up to the roof to save Kate. Victoria was wrong about you. Now I have to be alone for my nightly anxiety attack. Talk to you later. Aha. Okay, sie weiß es also auch nicht. Und, Oh, Victoria isn't here. Maybe I'll just wait and bide my time. Going through her shit. Ja, hier gibt's noch einen. Also es sind doch noch ein paar wach. Ich dachte, jetzt ist wirklich mitten in der Nacht und es ist keiner mehr hier. Waiting for you, Kate. Ja, ja, jetzt steht das hier überall drauf. Okay, Müll ist auch kein neuer dazugekommen. Sticker, das kennen wir alle schon. Dana looks guilty and relieved about Kate. She really does care. Hey, Dana. How are you doing? Better than Kate. I just can't believe she would even attempt suicide. Sie war deprimiert. Wir sind alle verantwortlich oder Victoria ist schuld. Ich würde ja am liebsten auf Victoria, aber wir sind alle verantwortlich. Scheiß Video. True. But you're the only one who went up to that roof with Kate. Warum war sie auf dem Dach? Ja, weil sie sich umbringen wollte. Das ist doch eine doofe Frage. Mal ernsthaft, Leute. Wo waren alle? That was bullshit. Where was everybody else? I know. You're a better person than any of us here. Hey, Max. I think I need to crash now. I'm just over everything today. Okay, nichts Tolles Neues gelernt. Wir brauchen also nicht zurückspulen. Zeug. Ach, das ist das Karnevalszeug. Oder das Halloween-Zeugs. Aber hier rein können wir nirgendwo, ne? Nee, leider nicht. Ich wollte noch mal zu Victoria gehen. Vielleicht sagt Kate ja irgendwas Tolles. Kommen wir da rein? Betreten. Tatsache. Ist auf jeden Fall cool gemacht mit den Lichterketten. Since I've crossed the line from Snoop to Detective, I might as well search for clues about what really happened to Kate at the Vortex Club party. Genau, vor allem, da wir jetzt wissen, dass ja Victoria abgehauen ist. Victoria is about as street as me. But she really appreciates style. Those boots are made for walking runways. Ist doch ein Lied, oder nicht? These boots are made for walking. Nein, nicht ganz. Aber in etwa. These socks cost more than my wardrobe. Ich finde hier gerade nichts. Was gibt's hier? Schreibtisch. Ah, vielleicht hier was. I'll title this one Portrait de la Assholes. Whoa, there's Kate. Totally high. She looks confused. Not like she's partying. Ah, das ist das erste Foto, was man von der Feier von Kate sieht. Oder von ihrem Absturz. Nee, hier auch. Aber da ist sie nicht drauf. Von der Vortex-Party. Aber das ist ja im Grunde kein Hinweis. Gibt's hier noch was zu entdecken? Magazine, die Tasche. A unique point of view is right. Thanks to Courtney Wagner ghostwriting this paper.
Okay, das ist nur ein Aufsatz. Ich dachte schon irgendwas Interessantes. Das Poster. Whoa, I had no idea Victoria's parents owned the Chase space. Color me impressed. Okay, hier gibt's nichts, oder? Das Tablet. Ich würde gerne das Tablet benutzen, das geht aber anscheinend nicht. Es ist hier noch eine Schublade. Ich guck mich ganz genau um, weil ich will echt nichts übersehen. Here they are getting loaded with Satan. Ich weiß gar nicht, warum die beiden sich so gut verstehen. Aber da hat sie recht. Schlimmer als die beiden zusammen geht's wohl kaum. So, suchen. That's a lot of bank just to clean paint from a sweater. Oh, $30. Was haben wir denn hier? Auftragsdetail. Ja gut, das ist halt nur der Beleg. Aber warte mal, mal gucken, wann das war. Bitte bewahren Sie Beleg. Freitag, den 11.10.2013. Wann war das denn mit Kate? Ich weiß, ich kenne gar nicht das genaue Datum, wann das war. She's a geek. Aha. Ja, ja, ob das so ein Geheimnis ist. So, hier haben wir alles gesehen. Ist ja gar nicht von sich eingenommen, oder? Ist so ein paar Bilder von sich da. Also, ich pause und hänge die mir selbst übers Bett, damit ich mich aufwache, mich als erstes begutachten und betrachten kann. First Rachel and now Kate? This is the end of the Vortex Club. Enter the Vortex Club. Ist das, wie jemand vom Dach springt, oder ist das einfach... Es ist sehr makaber. Auf jeden Fall. There has to be some dirt in here on Victoria. Well, well. Victoria and Taylor actually show remorse. Dann lesen wir doch mal. Von Victoria an Taylor. Hey, Sweet Tea, was geht? Ich drücke mich nur vor dem arschlahmen Wissenschaftshausaufgaben. Wie kann irgendwer scheiß Hausaufgaben machen, nachdem jemand fast in den Tod gesprungen ist? Ich kann nicht glauben, dass wir alle live gesehen haben, wie es passiert ist. Das war, als würde man eine Reality-Show sehen. Und ich habe die Uni nie so still erlebt, als wenn sich jeder versteckt oder Schiss hat. Ja, ich fühle mich total beschissen wegen allem, was ich über Kate gesagt habe und wegen dem dummen, dummen Video. Lass uns später mit ein paar Leuten treffen. Dieses Mädchen braucht eine heftige Sperrstunden-Cocktail. Wir trinken auf Kate. V. Okay, geht's noch weiter? Warte nochmal, das war die davor, glaube ich. Das war echt ein Trip heute. Max und Kate so zu sehen. Ich brauche auch einen Drink. Sagt mir wann. Achso, nee, das ist die Antwort von Taylor. Gut, aber mehr? Nothing to see here. I guess I shouldn't be so bummed. Not that Victoria couldn't hide her shit. Man, I'm getting paranoid. Doch, ich bin auch enttäuscht. Ich hatte mir mehr erhofft. Aber leider nichts gefunden. Naja gut, dann würde ich sagen, das war's für den heutigen Part und wir sehen uns im nächsten. Tschüss!